Janusz Korczak, the pen name of Henryk Goldschmidt, was a Polish-Jewish educator, children's author, pediatrician, and pedagogue known as Pan Doctor. After spending many years working as a principal of an orphanage in Warsaw, he refused sanctuary repeatedly and stayed with his orphans when the entire population of the institution was sent from the ghetto to the Treblinka extermination camp by the Nazis. Habe Mut zu dir selbst und such deinen eigenen Weg. Der Weg, den ich zu meinem Ziel hin eingeschlagen habe, ist weder der kürzeste noch der bequemste. Für mich jedoch ist er der beste, weil er mein eigener Weg ist. Im Rahmen unserer Youthbridge-Bildungsfahrt nach New York sind wir in einer kleinen Stadt namens Lee in Massachusetts gelandet. In dieser Kleinstadt wohnt nämlich der Oscar-Preisträger für Special Effects Evgeny Mammut und seine Frau, die Künstlerin Irina Borisova. Die beiden lernten Mariola Strahlberg, die Präsidentin der Janusz Korczak Association of the USA, kennen, weil sie sich für einen Animationsfilm über das Leben von Janusz Korczak interessierte. Wir trafen uns alle in Evgenys Animationsmuseum, um die Motivation und Perspektiven zweier Organisationen und Projekte zu vergleichen, die sich beide auf die Lehren Korczaks stützen. Dieses Treffen interessiert auch das örtliche Fernsehen und somit war auch Beverly Milensky, Moderatorin der Sendung Smile with B-Mile, bei den Dreharbeiten dabei. Mariola Strahlberg erzählte uns über ihre ersten Erfahrungen mit dem berühmten Pädagogen und erklärte uns, dass sie, seitdem sie ihr erstes Buch von ihm gelesen hatte, das Gefühl hatte, ihr Leben seinen Lehren widmen zu müssen. Sie berichtete uns über die Lebensgeschichte von Janusz Korczak und ging dabei auf Anekdoten ein, die Korczaks Charakter prägen sollten, darunter diese über einen Vogel. When he was 7, his little bird died and he and his sister, who was 4 years older, decided to bury the bird and put the cross on the grave. Okay? Yes. And as they were ready to do that, one little boy from the streets ran to them and said, absolutely not, absolutely not. This is a Jewish bird. He cannot have a cross. Okay? So that was a huge trauma because the boy said that the bird is going to hell. And Janusz Korczak did not like dark places. He was afraid of that. So that was the first time where he meets the other. He realized that there are poor and rich. But he also is realizing that there is something about religion, that this is a Catholic boy and he is Jewish and there is some kind of a issue there. Danach erzählte sie uns weiterhin über Korczaks Jugend, darüber, wie er reichen Kindern Nachhilfe gegeben und seine Liebe für das Schreiben entdeckt hat. Ein einschneidendes Erlebnis für den Pädagogen war seine Zeit an der Front sowie seine Erfahrungen mit Kindern, die inmitten des Chaos des Krieges aufwachsen mussten. Er beschloss daraufhin, ein Waisenhaus zu gründen, das viele Besonderheiten im Vergleich zu den anderen Kinderheimen aufweisen sollte. And this is the orphanage. They get this incredible building in Poland in 1912 with water, with plumbing, very unusual. And in this building you can have 100 children. Okay? And this is how it looks. So you have your 100 children. You have 100 boys on one side and 100 girls on the other. And this is where they were eating their meals. It was really incredible, yes. Tremendous. But now the big question, I wonder if you guys know. How many people were helping them in the orphanage of 100? Do you remember? I think I know it, so I think it was only two people. I think it was only Janusz Korczak and Stefa Wilczyńska. Yes. Right? So that's two, so the co-directors, and then there were two other adults. Gemeinsam besprachen wir auch, welche Prinzipien Korczaks unseren beiden Organisationen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen besonders wichtig sind. Dank Janusz Korczaks Talent fürs Schreiben gibt es auch viele schöne Zitate, die seine Lebenseinstellung widerspiegeln. It's a quote that really shows that our life is not of receiving all the time, but giving. And what I'm hearing from you about the Youth Bridge, that it really is an organization that wants young people to be of service to the community, right? So if you don't mind reading the quote. Of course. It also happens to be my favorite quote from Janusz Korczak. So I feel honored. I exist not to be loved and admired,
but to love and act. It is not the duty of those around me to love me. Rather, it is my duty to be concerned about the world, about man. That's so apropos. Yes. Today's world, that's beautiful. Yeah. Do you have that poster in your room? Es freut uns unglaublich, dass nicht nur hier in Europa, sondern auch in Amerika die Mühen und Lehren dieses wundervollen Menschen Anklang finden. Wir wünschen Mariola Strahlberg das Beste für die Zukunft und hoffen, sie vielleicht mal in der LK wiederzutreffen.